Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video. Heute zeige ich euch mal das Gilden-Plugin und es ist ein sehr, sehr cooles Plugin für die 1.8 und für die 1.9 erhältlich. Du willst ein einfaches Gilden-Plugin in Deutsch. Hier ist eins, bitte bedenken, dass es erst die Grundfunktion enthält und ständig weiterentwickelt wird. Ja, das ist sehr, sehr wichtig. Ihr benötigt Permission X, also ein Rangsystem. Benutzt am besten Permission X, ist in der Beschreibung verlinkt. Drückt ihr auf Download, zieht bei euch das auf den Server und dann geht ihr hier auf den Server rauf. So, jetzt könnt ihr erstmal mit slash gilde einmal testen. Ist das Plugin drauf? Ja, ist es drauf. So, mit slash gilde create könnt ihr drücken. Bitte noch einen Namen. Beispielsweise, wir geben jetzt einfach mal vor uns. Entweder wir können es jetzt nicht machen, weil es zu wenig Zeichen sind. Das könnt ihr aber alles einstellen. Aber wir können es machen. Die Grundeinstellung ist, dass man das machen kann. So haben wir vor uns. Dann können wir einmal jetzt mit dem zweiten Account, der ich in der vorigen Aufnahme gebannt hatte. So. Slash Gilde müsst ihr machen. Invite Game to Fame. Dann machen wir mal hier Waiter Clear. Dann seht ihr, wurde eingeladen. Slash Gilde Accept. Kann ich nicht machen, weil ich keine Permissions habe. Also dafür, wie gesagt, braucht ihr Permission X für. Ich OP meinen zweiten Account mal. So. Und dann könnt ihr jetzt Gilde Accept, so ist der Gilde beigetreten. Dann seht ihr auch hier, ist der Gilde beigetreten. Slash Gilde Rank, könnt ihr gucken. Es gibt einmal den Rang Lehrling, Novize, Ratsmitglied und Gildenmeister. Wie gesagt, das könnt ihr alles umstellen in der Config.ml, ganz, ganz einfach. Slash Gilde Kick geht natürlich auch, müsst ihr einfach nur den Namen machen. Dann machen wir mal Game to Fame, wurde aus der Gilde geklickt. Mit Slash Gilde Home. Gibt es leider noch nicht. Könnt ihr dann zu dem Home gehen. Ihr setzt einfach mal slash set. Gilde set home. Du hast das Gilden-Dienst gesetzt. Und dann alle inviten. Gilde. Invite. Game to Fame. Und dann nehmen wir mal hier mit Gilde accept ab. Und können mit slash Gilde home. Nicht Gilden. Gilde home. Werden wir gleich teleportiert. Dürfen nicht wegbewegen. Und schon werden wir hier teleportiert. Super, super cool. Wenn ihr zum Beispiel, keine Ahnung, eine Base habt. Mit slash gilde leave, das können wir mal hier rüber machen, slash gilde leave, seht ihr, hat die Gilde verlassen, seht ihr auch, unten hat die Gilde verlassen. Mit slash gilde info, seht ihr, wer der Mitglied ist, wir können, wie gesagt, slash gilde invite, und dann invite ich meinen zweiten Account nochmal, ich weiß nicht, wie oft ich den heute noch invite. Gilde accept. Könnt ihr nochmal mit slash gilde info jemanden hier sehen. Machen wir jetzt slash gilde rank. Geben mir selber den Gildenmeister. So, mit slash gilde info könnt ihr diesen nachschauen. Slash, also ich habe jetzt auf jeden Fall diesen Rang. Ihr könnt auch slash gilde rank game to fame so eingeben einmal und dann gibt ihr Novize, wurde befördert und hier, du wurdest befördert. Mit slash gilde close könnt ihr die Gilde schließen. Die Gilde wurde geschlossen, also ihr habt jetzt auch keine Gilde mehr. Mit slash gilde info seht ihr auch, du bist in keiner Gilde. Es ist ein sehr, sehr cooles Plugin, kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen, wenn ihr, keine Ahnung, City Build oder irgendwas anderes habt, oder Skyblock Server, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Plugin. Wie gesagt, würde ich weiterempfehlen. Download-Link in der Beschreibung, Permission X auch. Schaut gerne bei den anderen Plugin-Vorstellungen vorbei, dort erkläre ich auch, wie man das alles macht. Und ich würde sagen, haut rein, bis dann und ciao.